Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Es hat gerade ein bisschen geruckelt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Tja, ich hatte bestimmt meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Verstehe. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanith vieles anders machen. Beispielsweise hätte ich meinen Männern befohlen, dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Rolfen. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visimir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Boah, guter Plan. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Naja, gut, fragen wir mal. Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele, so macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Okay. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Wer weiß, wer weiß. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhard wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemanden. Mir nicht
Und schon gar nicht einer Logenzauberin. Aha. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Oh. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune. Ja, okay. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Alter, diese Quest zieht sich auch wirklich... Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Ich hätte mal wegen der Bezahlung... Das habe ich total übersprungen eben. Da stand noch was von bezahlen, tust du doch trotzdem. Bitte folge mir. Ich folge dir. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch keine lange Aufnahmesession machen diesmal, also wird ein bisschen kürzer sein. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? What the fuck ist das? Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, mach mich tiefer nieder, Schatz! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's tot ernst.
Bart sie im Buckenpferde. Heißt da. Siggi Bart mitnehmen. Siggi gut. Was? Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Na schön. Bart kann aufs Maul kriegen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Und wie viel Wert hat das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzend, Satsch. Alles weg. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stand. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wollen nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer hielt ich es für nützlich, zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na na, Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion.
Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fonz. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popspuren eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fonz, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fonz losgelassen und bin wie wild weggerannt. Ja, kleiner Feigling. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Alter, der Typ quatscht aber ganz schön viel. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken, wirklich. Wenn du erstickst, Popsporn Gegengift. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Rittersporn, wo bist du da bloß reingeraten? Verbessertes Nekrophagenöl. Nehmen wir einfach mal wieder alles mit. Was wird aus Temerien? Naja, es wird halt aufgeteilt. Außer Radovid gewinnt. Hey Bart, hast du kurz Zeit? Möglicherweise den Krieg Zeit. Und stellt die Grenzen wieder her. Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein. Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Ist mir egal. Danke für deine Hilfe. Gut. 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 Ah, mit so einem Troll sollte man sich vielleicht nicht anlegen. Ein paar Floreen. Wir brauchen doch nilfgaardische Krone. Habe ich das Gift jetzt eigentlich so eingeschmissen, oder? Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Abgeschlossen. Es wurde aus der Wand gerissen. Hier haben wir wieder ein paar Pilze. Ah, okay, das ist das Zeug, was knallt. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Keine Spuren von Magie. Das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt.
Ach, das da oben zeigt mir jetzt den Lauf des der Strömung. Und ich hab gedacht, Hexertränke wären widerlich. Aha. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ertrunkene. Tschüss. Da war eben auf jeden Fall noch was auf der Karte zu sehen, was weiter weg war. Und feindlich war. Frage ist, was war das? Aber wo kommt er denn schon wieder her? So. Ich will hier in Ruhe den Scheiß looten. Das Vieh geht mir auf den Sack. So. Na, los, Zwergenschnaps. Geralt, Zwergenschnaps nehmen und weitergehen. Na ja, komm, die können wir auch mal ausnehmen. Zumindest den einen. Hier ist eine Spur. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Ah, wir haben einen Teil des Schatzes gefunden. Und hier scheint auch wieder was zu liegen, wo ich bin. Da ist ein weiteres Schmuckstück. Okay, hier vorne liegt eine Leiche. Bis hier ist wohl Siggi mit seinem... Dijkstra angeheuert hat. Genau. Wahrscheinlich von Ertrunkenen getötet. Das wird das Blubbende gewesen sein, was da hochgekommen ist. Oder möglicherweise ein Wasserweib. Wären so meine Vermutungen. Aber wer weiß. Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall erbrochen ist. Hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Ich musste so schnickschnack verschwinden, der trug ihn nie von hier. Ey, du Scheißvieh! Achso, jetzt verstehe ich, das war der Einspruch von dem. Von Rittersporn. So, Leichenverbrenner hast du. Wird gemacht. Jetzt gehen die Ertrunkenen hoffentlich woanders fressen. Geralt fühlt sich auch nicht mehr so gut. Merkt man schon in seiner Aussprache. Alter! Chill mal, Junge! Stufe 9 ist doch schon etwas härter. Aber die können trotzdem nicht. So. Die haben wir auch erledigt. Der Boden eines Behälters. Wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Wow. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Abgeschlossen. So, das war's jetzt hier unten. Dafür bin ich hier diesen scheiß Weg lang gegangen. Noch hier noch weiter. Ich komme noch hier raus. Hier endet die Spur.
Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Ah. Interessant. Kehre zum Badehaus zurück. Dann machen wir das mal. Anscheinend müssen wir zurück durch die Kanalisation. Aber naja, der Weg ist ja nicht ganz so weit. Und die Ertrunkenen sind ja auch tot. Also snacken wir uns mal eine Wasserflasche und machen uns auf den Rückweg. Müssen uns gar nicht so beeilen. Da wir immer noch 2 Minuten haben mit dem Gegengift. Ach, der ist über mir. Gut, wie kommen wir hier denn wieder raus? Einfach hier durch? Interessant. Und hopp! Na komm. So, lieber Geralt, dann flitzen wir mal schnell zum... Ach, hier liegen noch die ganzen Toten. Ja, die räumt keiner weg. Ich hoffe ja eigentlich, dass die mal so ein bisschen Geld dabei haben. Nee, die ganzen Waffen will ich nicht. Die bringen mir alle nichts. Naja. Oh Gott. Hier drin kann man sich auch ganz leicht verirren. Hey, ich will hier raus. Och. Muss ich jetzt echt hier hinten rum? Hier durch? An Happen vorbei. Hier rein. Und mit ihm. Hast schon wieder reden. Hab ich? Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? So, ich hab grad mal was getrunken. Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe. Hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Tja. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen, das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss. Naja, eher zu Velen. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich im Buch erkannt. Ach ja, Vivenöl. Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Ja, du erzählst mir doch deine Geschichte. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein.
Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Wenn du auf sowas stehst, mein Freund, dann finde ich das okay. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Und natürlich war es eins der Becken auf der rechten Seite. Hier ist nichts. 200 Erfahrungspunkte. Wie viele brauchen wir? Noch 400. Ah. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Was haben wir hier? Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. War ja klar, dass ich das Rohr finde. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtigtuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Hack drauf rum. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kubirischen Gefängnis geholt. Nein, das war Geralt, das stimmt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Oh, da ist Origin noch im Hintergrund offen. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reuven, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon.